Ich denke, dass es überall im Leben anwendbar und notwendig ist, eine gewisse Lebensbalance einfach zu finden. Eine Karriere im Sport und eine Karriere in der Kunst mögen auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirken, tatsächlich verlangen aber beide ein ähnlich hohes Level an Disziplin und extremer Risikobereitschaft. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AUX. Wie findet man als kreativer Kopf in der Sportwelt eine halbwegs funktionierende Work-Life-Balance? Und warum sind wir immer noch so von Idealen besessen, wenn es um Sportlichkeit und Bodytypes geht? Darüber sprechen wir heute mit unseren Gästen. Vendia ist zurück auf der AUX-Couch und erzählt uns aus einem Leben zwischen Musikkarriere und Hochleistungssport. Ich glaube, ohne Sport gäbe es mich nicht, das kann man so eigentlich behaupten. Wiens vielleicht inklusivste Fitnesstrainerin Ellie Magpie erzählt uns, wie sie mit ihrer Arbeit Sport für alle zugänglich macht. Es geht wirklich um Diversität, also Körperdiversität und das zur Normalität werden lassen. Und Romsey performt eine AUX Live-Session auf Champions League-Niveau. Kann man überhaupt genug Energie aufbringen, um eine erfolgreiche Kreativkarriere und eine professionelle Sportkarriere gleichzeitig zu meistern? Um diese Frage zu beantworten, haben wir einen jungen Mann begleitet, der es wissen muss, Handball-Nationalspieler und Record-Label-Mitbegründer Julian Raftl. Was hältst du vom Handball? Von Handball? Ich sag dir ehrlich, ich mag Handball nur wegen Julian. Sehr geschmeichelt. Also er macht immer so Trickshots oder solche Sachen. So. Macht schon Spaß zuzusehen. Ich bin der Julian, professioneller Handballspieler des österreichischen Nationalteams und Labelmanager bei Cash It Records. Die Musik- und die Sportbranche erfordern ein ähnliches Mindset. Nur wenige schaffen den Aufstieg in die Profiliga. Noch weniger schaffen es, über lange Zeit relevant zu bleiben. Durchhaltevermögen und Disziplin bestimmen den Alltag in beiden Branchen. Gemeinsam mit einem österreichischen Profisportler und Labelmanager finden wir heraus, welches Mindset für den Erfolg ausschlaggebend ist, was dabei auf der Strecke bleibt und was wir fürs Daily Life von ihm lernen können. Ich habe begonnen mit 8 oder mit 9 Handball zu spielen bei der Union West-Wien und habe dann eben mit 12 gesagt, okay, ich werde alles investieren, quasi um später Profi zu werden im Handball. Handball ist ein sehr, sehr aggressiver Sport, weil es halt so ein kontaktreicher Sport ist, dass du quasi jemanden richtig festhalten musst, klammern musst, teilweise auf den Boden schmeißt. Das ist ein guter Aggressionsabbau auf jeden Fall. Du musst sehr früh, sehr geordnet und sehr routinierte Tagesabläufe bzw. Lebensrhythmen entwickeln. Und ich glaube, das ist schon was dir gut oder was mir gut durch den Sport ins Leben mitgegeben wurde. Auf der anderen Seite ist es natürlich, dass du gleichzeitig auch viel Druck vom Publikum, dass du verspürst, wenn du auf der Platte oder wenn du in der Halle performst. Es kommt Druck vom Trainer, es kommt Druck von den Funktionären, die sagen, ihr müsst besser performen, es wird mehr von euch erwartet. Da entwickelt man dann einfach ein gewisses Gespür dafür, erstens mit Druck umzugehen, zweitens mit länger anhaltenden, schlechten Phasen umzugehen. Aber ich glaube, am Spielfeld verbindet dann einfach eben diese Leidenschaft und du bist quasi nur mehr beim Handball. Du willst quasi einfach gewinnen und du musst einfach ein Gewinnertyp im Sport sein. Ja, ist aber auch ähnlich zu vergleichen mit dem Label, also mit den Artists zum Beispiel. Wenn wir da gemeinsam quasi an Projekten arbeiten und dann am Ende quasi die Artists auf der Bühne stehen, vor einem Publikum und man sieht, okay, Meilenstein absolviert, die Leute, die Fans, jeder feiert, du siehst auch da die Leidenschaft und ich denke, das ist was man ziemlich gut vergleichen kann, warum ich mich wahrscheinlich in beiden Sparten sehr, sehr wohl fühle. Schau, wir sind im Studio, Bro. Weiß Bescheid. Julian ist auch da. Es geht, Bruder. Alles gut, alles gut. Wir haben eine Firma seit 2020 und da haben wir 3 Departments. Einmal ein Eventmanagement, eine Medien- und Werbeagentur, die am Anfang steht, und ein Musiklabel.
Meine Hauptaufgabe ist, das Musiklabel zu managen. Da haben wir eben die drei Künstler, Sydney, Teaser und Nedo. Und da mache ich quasi alles für die Jungs. Also das geht von Künstlermanagement über Projektmanagement, über Productmanagement und ist quasi ein Fulltime-Job, mich um die Jungs zu kümmern und dass sie alles bekommen, was sie brauchen, um den besten Output als Label und als Artist selber zu bekommen. Ich gebe in letzter Zeit viel Gas, aber ich war auch manchmal so ab und zu eine kleine Schlafmütze so auf den. Und wenn es zu Releases kommt, dann bin ich so, dass ich schon sehr, sehr gerne den Julian einfach mal abgebe. Julian und Bobby, die beiden, das sind die, die in Arsch treten müssen sozusagen. Die sind da und sagen, schau, haben wir das schon gemacht? Wo ist das eigentlich? Du musst mir das noch schicken. Das ist das. Also das ist der Alltag. Schon kleine Coach. Ich sage jetzt zum Spaß manchmal so, ja Chef, sicher, Hammer. So, passt, super. Sydney kenne ich jetzt schon 10, 11, 12 Jahre. Also er war immer der Lebemann quasi, der Fröhliche, der entweder Sketches gedreht hat, der eben Musik gemacht hat. Das war damals schon ein guter Ausgleich, weil ich ja eben schon nicht viel feiern gehen konnte ich zumindest in der Freizeit, die ich hatte, so ein wenig kreativ sein. Wie war das? Wo haben wir uns das erste Mal gesehen? Vielleicht Mackie? Ich glaube, ja. wirklich im Ziegler Mackie. Mit 16, 17 hat man sich dann schon einen Ruf gemacht und es war irgendwie ein bisschen weird, weil Leute haben mich immer mit ihm verwechselt. Also Leute haben gedacht, ich bin Julian und sie haben gedacht, er ist ich. Schon mein Motto ist immer, it's all about energy. So, das ist halt mal Nummer eins und ich glaube, wir bringen halt eine andere Energy. Vibes in Coffee Shop in Amsterdam, Chick neben mir sieht aus wie Ashanti's. First one? Beide sind gut, Bro, ich kann mich nicht entscheiden. Yo, guys, we need feedback real quick. Aber letzterer war besser. Das der stärkere? Ja. Okay. Wir waren jetzt im Studio, sind da jetzt fertig, jetzt schauen wir kurz ins Büro, danach Training und dann Lituation. Balance ist prinzipiell das A und O. Ich habe es bei mir gesehen, ich habe es bei meinen Teamkollegen gesehen, ich habe es gesehen bei meinen Labelkollegen. Ich denke, dass es überall im Leben anwendbar und notwendig ist, eine gewisse Lebensbalance einfach zu finden. Am Ende des Tages wird es zählen, wie ausgeglichen du bist auf jeden Fall. In einer AUX-Folge, die sich mit den Parallelen zwischen Sport und Musik beschäftigt, ist es natürlich naheliegend, zwei wahre Sportskanonen auf die Couch einzuladen. Dementsprechend freue ich mich, dass Wendia und Ellie McPhail bei uns zu Gast sind. Servus. Hallo. Ja, danke fürs Kommen. Warum ihr beide die idealen Gäste für ausgerechnet diese Folge seid, haben wir in guter alter AUX-Manier ganz kurz und knapp zusammengefasst. Ellie von Ellie McPhail macht Fitness for Everybody und subtrahiert Bodyshaming von der Tagesordnung. Ihre Sportoutfits sind cute und ihre Deadlifts uplifting. Wendia läuft schneller als der Schall, den er singt. Oder zumindest länger, als er singen kann. Manchmal läuft er 20, manchmal sogar 200 Kilometer. Ellie und Wendia, für welche Sportart könnt ihr euch nicht begeistern? Und wie beeinflusst körperliches Auspowern euer restliches Leben? Das war schon eine Frage, oder? Das waren sogar zwei. Das waren sogar zwei. Aber gibt es so Sportarten, wo ihr so auch gar nichts damit anfangen könnt? Für mich ist so Wrestling irgendwie voll schwierig. Diese Sesseln über den Schädel. Ja, also wenn es was gäbe, glaube ich, was ich jetzt nicht, wo ich sage, da melde ich mich jetzt nicht beim Schnupperkurs an, dann wäre das wahrscheinlich Wrestling. Ja. Fällt dir ad hoc was ein? Ich meine, ich glaube, ich würde sogar Wrestle probieren. Einfach so. Also, okay. Ich finde schon, also man muss alles ausprobieren, damit man irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommt. Wo ich mich, glaube ich, gar nicht sehe, ist Ballett. Also alles, was mit Tanzen angeht, da fühle ich mich immer fehl am Parkett. Und ich glaube, Ballett wäre einfach etwas, was ich, glaube ich, nie machen würde. Aber Hochachtung. Lukas, du warst schon mal bei uns zu Gast. Ja. Damals ging es primär um deine Erfahrungen im Song Contest. Mhm. Diesmal geht es ja um Sport. Und ich glaube, bei dir hat es auch schon sehr früh begonnen. Also allein schon
der familiäre Background ist ein sehr sportlicher. Dein Dad war Trainer der Damen-Nationalmannschaft in Tischtennis bei uns, oder? Also wie war so dein Zugang zu Sport von klein auf? Ich glaube, ohne Sport gäbe es mich nicht. Das kann man so eigentlich behaupten, weil mein Vater eben vor 34 Jahren nach Österreich gekommen ist wegen Tischtennis. Mhm. Also seit Stunde Null eigentlich bin ich halt mit Sport verbunden irgendwo. Aber also von klein auf dann auch selber Tischtennis gespielt oder waren es dann andere Sachen? Also es hat da eine Situation gegeben eben so, wo man in der Garage halt wieder, da haben wir einen Tisch gehabt und da hat er halt seinen Sohn geformt und wo wir halt wieder gespielt haben und ich habe den Ball nicht gesehen und ich habe nicht reagiert, wie es gewünscht war und so. Und dann hat er gesagt, grantig, halt so, mir komm vor, du willst das gar nicht. Und ich habe gesagt, ja Papa, ich will das nicht, wir singen da wegen dir. So, ich möchte, dass du happy bist und deinen Burm halt so loben kannst. Mhm. Und dann in dem Moment halt haben wir beide den Schläger und so und der, weiß ich noch, haben wir sie vor die Haustür gesetzt und er hat sich ein Chick-out unten und damit war die Tischtennis gegessen. Elli, ich habe mich in der Vorbereitung ja auch durch ein paar Interviews von dir gelesen und du warst, glaube ich, auch ein ziemlich sportbegeistertes Kind eigentlich schon. Wie waren deine Erfahrungen mit Sport in der Schulzeit von klein auf? Per se, ja, ich war sportbegeistert, aber ich glaube, viele um mich herum waren nicht so begeistert von meiner Leistung im Sport. Also ich hatte immer schon, mir hat Bewegung immer schon was sehr Positives zurückgegeben. Das Problem war aber immer sozusagen die Sicht der anderen auf das, was ich leiste, weil im Sport doch Leistung sehr hoch geschrieben wird. Also egal, was man macht, es geht ja immer besser und mehr und schneller. Und das heißt, so dieser Spaßfaktor als Kind, könnt ihr euch noch erinnern, wenn du einfach läufst und tust und machst und dir nicht überlegst, okay, was für eine Auswirkung hat das denn, was ich gerade mache? Das ist halt einfach extrem verloren gegangen und sehr schnell. Und das hat dann noch eine ziemliche Zeit gebraucht, das wiederzufinden. Ich habe auch das Gefühl, so immer wenn ich mit Leuten rede, die irgendwie so eine Abneigung gegen Sport, eine inhärente Abneigung gegen Sport haben, dann hat es sehr oft irgendwie mit Geschichten aus der Schulzeit, mit dem Turnunterricht und so weiter zu tun. Habt ihr da oder hast du da irgendwie eine Vermutung, was da so fundamental falsch läuft, dass das bei so vielen Leuten dann so tief sitzt? Es ist einfach was sehr Persönliches, weißt du. Ich meine, wenn wir alle jetzt an einen Turnunterricht zurückdecken, bist du ja immer mit, ich weiß nicht, 20 anderen Leuten, also Kindern, Jugendlichen, zusammen. Und im Endeffekt, wenn du eine bestimmte Leistung nicht erbringst, stellst du dich ja auch ziemlich bloß in diesem Kontext. Und vor allem so was Persönliches wie der Körper, weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst das ja nicht einfach verändern und es ist irgendwie klar, dass jeder hat andere Stärken und manche sprechen unglaublich viele Sprachen und manchen fällt es unglaublich schwer und das ist halt auch bei Sport der Fall und deswegen glaube ich, ist so wichtig, ein bisschen dieses zu trennen, mache ich wirklich Leistungssport oder bewege ich mich, weil es mir gut tut und das geht halt verloren. Also ja, von Beginn an, also wenn man so ans Turnen denkt, wie das strukturiert ist, ist jetzt zwar nicht irgendwie alles so voll streng und so, aber auch die Spiele sind ja immer darauf angelegt, dass es einen Verlierer und einen Gewinner gibt und dass man ausscheidet, wenn man den Ball nicht fängt oder irgendwelche Sachen. Und wenn man sich das einmal vorstellt, so, das sind ja eigentlich ziemlich harte, also du bist raus so, voll, 20 Kindern. Wie hast du dann die Freude, die irgendwie so verloren gegangen ist, ein bisschen, wie hast du die wiedergefunden? Und wie ist es dann so weit gegangen, dass du dein eigenes Fitnessstudio gegründet hast? Das ist ja dann auch nochmal ein ziemlich großer Step. Ja, das war ein riesiger Step. Also ich glaube, hätte mir jemand erzählt mit 14, ich wäre Trainerin und habe ein Fitnessstudio. Ja, ich hätte gedacht, nein, sicher nicht. Nein. Ja, es ist dann echt irgendwann dieser Punkt gekommen, sozusagen, es interessiert mich einfach nicht mehr, was alle anderen denken. Mhm. Also auch dieses CrossFit, sagt euch ja auch sicher was, war auch, ich war ja Teil dieses Systems. Also ich war ja auch wirklich so dieses, ja, du musst besser werden und mehr machen und weißt du, und wann trainierst du und wann machst du eine Pause und was isst du? Und irgendwann war halt irgendwie so der Tag, wo dann war, okay, und warum geht es jetzt eigentlich? Also ist das mein Leben? Ja. Jeden Moment daran zu denken, was ich esse, was ich tue, was für ein Training ich machen werde? Oder geht es darum, die Welt um mich herum
zu sehen. Mhm. Und das war halt so der Punkt zu sagen, okay, ich steige aus dieser ganzen Industrie aus mhm. und gehe wieder wirklich zu den Basics zurück und sage, ja. okay, was wichtig ist, ist, wenn ich was tue, was es mir zurückgibt, wie fühle ich mich dabei? Mhm. Bei dir, also ich habe das bei dir ja relativ gut mitverfolgen können, weil als ich dich kennengelernt habe, warst du, glaube ich, noch so in deiner Bodybuilding-Phase. Ja. Und dann ist es total in diese Laufwelt ja. Rübergekippt. Und vor allem dann, wenn man es auf Social Media verfolgt hat, schon phasenweise sehr exzessiv geworden. Ja. Wie ist das in solche Extreme dann auch gewandert? Und war das dann irgendwann auch teilweise für dich selber schon zu viel? War das zu intens? Haben sich Leute schon Sorgen gemacht? Ja, dauernd. Ja, also für mich ist das so, das hört sich teilweise lustigerweise eher stolz und toll an. Also für mich ist halt Sport ist meine Droge. So. Ja. Also mit allem, was irgendwie so dazugehört. Und das ist nach wie vor gesellschaftlich halt eher anerkannt, als wenn du jetzt irgendwie sagst, weiß nicht, Zocken ist meine Droge oder sagen wir, Droge ist meine Droge. Wie findet man dann also eine gesunde Balance wieder? Ja, ich würde nicht sagen, dass ich eine gesunde Balance habe. Also so, es möchte ich auch kundtun, dass Gesundheit und Leistung in den wenigsten Fällen irgendwie so komplett eins sind. So. Und auch das, was uns halt vorgaukelt wird, weil du meine Bodybuilding-Zeit angesprochen hast, also das war nicht meine gesündeste Zeit. Mhm. Also so die Libido zum Beispiel, die war irgendwo, also das kannst du vergessen. Du siehst nur den nächsten Kebab und du siehst nur die nächste Pizza und du siehst... Und dann siehst du zeitgleich halt wieder, okay, so, du kommst sonst über deine 30, 35 Gramm Fett pro Tag und so. Also das ist einfach so Gesundheit und Leistung und das, also das sind zwei verschiedene Sachen und dessen muss man sich, glaube ich, auch sehr bewusst sein. Wie nimmst du auch so wahr, weil ich habe das Gefühl, es hat sich schon Bodytype-mäßig in den letzten Jahren relativ viel verändert, aber wie fundamental hat sich wirklich irgendwas verändert? Ich muss ehrlich sagen, eher wenig. Hm. Also zum Beispiel Fitnessindustrie, bis vor ein paar Jahren hast du kaum Sachen für Sporteln gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin einfach schon an dieser Grenze, dass ich kaum etwas finde und vor allem nicht in einem Shop. Also ich kann nicht einkaufen gehen. Hm. Also ich kann nicht sagen, ich gehe heute, keine Ahnung, auf die Mariahilferstraße und kaufe mir etwas. Ich werde in 99% der Läden wahrscheinlich nichts finden. Und das ist nach wie vor so. Es ist nach wie vor, aber online hat sich was getan. Das heißt, online gibt es schon ein paar Firmen, die jetzt darauf sozusagen raufspringen. Und trotzdem hast du aber auch da wieder dieses, in der Werbung tun sie so, als wären sie, so sage ich mal, ja, würden sie für die breite Masse produzieren. Und dann gehst du auf diese Werbung und denkst so, boah, was Cooles. Gehst drauf und schaust dir, oh, also zwar haben sie jetzt von XS bis XXL, mhm. aber wenn du dir dann die Maße anschaust, haben sie einfach sozusagen ihr Standardrepertoire genommen und einfach neue mhm. Labels draufgesetzt. Also das heißt, weiterhin kannst du nicht kaufen. Dafür ist jetzt sozusagen das Negative, dass die Leute oder die Personen, die vorher XL hatten oder L, jetzt auf einmal XXL haben. Also ja, ich muss ehrlich sagen, schön und gut, schöne Werbemasche. Das heißt, man kann so sagen, ja, es verändert sich was, ja. aber definitiv nicht genug. Aber es ist der erste Step. Also ja. natürlich, aber deswegen muss man noch weiter pushen, deswegen muss ja. man noch weiter was tun. Weil ich meine, allein wenn man sich, sag mal, mein Studio anschaut, ich meine, sogar in Europa, wo gibt es noch so ein Studio? Wo gibt es mhm. noch irgendeine Trainerin, sagen wir, mit meinem Körperbau, die dasteht und sagt, hey, ich verstehe, was ich tue ja. und ich versuche, die Leute da abzuholen. Ja. Gab es da überhaupt gab es da Pioniere, Vorbilder für dich, die dir auch das Gefühl gegeben haben, so, okay, ich kann das machen, das ist eine Option? Oder hast du da einfach, bist du da... Hast du das Eis gebrochen quasi? Nein, also es schwingt natürlich schon mit, was man im Umfeld, sage ich mal, mitbekommt. Aber es war nie so öffentlich. Also wisst ihr, was ich meine, wo ich sage, okay, es gibt jetzt keine Heidi Klum, also sage ich mal, mit der Reichweite, die sie hat, wo ich sagen würde, ja, das ist jemand, der mich total beeinflusst hat, weil ich habe so viel von ihr mitbekommen. Es sind eher die vielen starken Frauen, sage ich jetzt mal, auch im Umfeld, die ja. einfach gesagt haben, schön und gut, das ist halt das, was die
die ganze Industrie macht und verkaufen will, aber wir müssen uns daran nicht halten und wir können sozusagen unsere Welt auch anders definieren. Ich weiß nicht, wie die Reaktionen dann waren, aber ich stelle mir vor, dass extrem viele Leute eigentlich auf genau so eine Art von Fitnessstudio auch gewartet haben vermutlich, oder wie war das? Ja, voll, aber da gibt es halt so zwei Sachen. Die erste ist, ganz am Anfang war sofort, ey, das erste Fitnessstudio für Fette. Okay, and I'm like, no. Ja. Naja, schon, also wisst ihr, was ich meine? Und das war halt so, nee, und darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich um Diversität, also Körperdiversität und das zur Normalität werden lassen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es ja nicht anders. Also ich habe meinen Körper nie gesehen öffentlich. Mhm. Für mich war mein Körper keine Normalität. Ja. Sage ich jetzt, wenn ich euch jetzt so ansehe, that's it, okay, das ist, was normal ausschaut. Und ich habe nicht dazugehört. Das heißt, auch hier reinzugehen und zu sagen, es muss doch normal sein, dass, sagen wir trainieren gehen und dass es total okay ist, dass ich halt so ausschaue, wie ich ausschaue und ihr, wie ihr ausschaut. Und es aber kein, sozusagen, nichts Negatives ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist ein Kernproblem, was Fitness oder Sport generell jetzt so noch hat, weil wenn man sich jetzt vorstellen würde, wir drei würden angeln gehen oder so, dann würde man nicht drauf kommen, dass das jetzt ein Problem wäre oder so, dass wir verschiedene Körper haben oder so. Das Einzige wäre halt, dass ich nicht mitgehe, weil ich vegan bin, aber so wir würden einfach hingehen und einfach, ich weiß nicht, ob man beim Angeln eine geile Zeit haben kann, aber eine ruhige, lässige Zeit haben. Solange kein Fisch anbeißt. Genau, so. Und bei dir ist ja auch noch nichts passiert. Super, ja, bei mir auch nicht. Geil. So ein bisschen abschließend, was hättet ihr gerne früher über euren Körper gewusst? Dass mein Körper einfach für Bewegung gemacht worden ist und dass ganz ehrlich niemand weiß, was er kann und was er nicht kann und dass ich einfach viel mehr Vertrauen in meinen Körper haben sollte. Und das muss ganz ehrlich sagen, diese Freiheit, die ich mir damit erkämpft habe, wenn ich gewusst hätte schon vor 20 Jahren, was für ein Feeling das ist, dann hätte ich das nie zugelassen. Ja, ich glaube, ich schließe mich dir an. Das ist eine super Antwort und die stimmt. Kann ich so unterschreiben, da bin ich dabei. Ja, voll gut. Sehr schön. Hey. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Es war ein super interessantes Gespräch. Wendja, Elli, vielen, vielen Dank. Wir kommen damit tatsächlich zum Ende der heutigen Folge von AUX. Aber wie immer gibt es natürlich eine AUX Live Session. Heute von Romsey mit Insecure. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage ciao. Bis nächste Woche. Give your mask, you know you can't keep it.